Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oddworld Soulstorm. Schön, dass ihr am Start seid. Wir hängen immer noch hier fest. Und ich habe noch keine Ahnung, wie ich das am besten löse. Aber irgendwie kriegen wir das schon hin. So, das war der einfache Part. Den mussten wir einfach nur abfackeln und gut ist. Dann kam aber der schwierige Part. Und zwar, wenn wir hier runtergesprungen sind, wurden wir direkt abgefeuert. Also müssen wir mal überlegen. Ich hatte ja noch die Überlegung, dann hier drüben drauf. Nee, das ist das Ding, was oben bleibt, richtig? Fährt der auch runter? Nee, das ist der, der oben bleibt, von dem wir gerade gekommen sind. Wie habe ich das denn das letzte Mal? Achso, ich habe mich hier links nur an die Ecke rangehangelt, stimmt. Ich würde es nochmal probieren, ob wir den nicht doch irgendwie mit Steinbonbons erreichen. Ich glaube fast nicht. Ja, gar nicht so einfach das Ganze. Aber irgendwie kriegen wir es schon hin. So, ich will es nochmal probieren. Ja, jetzt treffen wir. Los, nochmal. Bam, perfekt. Und jetzt machen wir ein bisschen hinne. Danke. Okay, cool. Wir sind schon mal einen Schritt weiter als letzte Folge. Dann wird er jetzt hier direkt abgefackelt, dass wir unsere Ruhe haben. Und dann geht es doch genauso weiter, oder? Kriege ich den da unten? Jetzt aktuell noch nicht. Wir sacken uns natürlich noch ein paar Scheinchen ein. So, aber ich glaube, das wäre jetzt schon noch die beste Lösung, wenn wir den genauso damit wegkriegen. Wir könnten natürlich auch probieren, dort rechts nur an das Ding ranzuspringen. Oh nein, weiter runter kommen wir auch nicht. Okay, einen habe ich. Ah, so viel Steinbonbons haben wir gar nicht mehr. Können wir noch welche herstellen? Noch Flummi-Bonbons gehen. Ja, mal schauen. Ja, wir haben 32 von 47 Mudokon gerettet. Das ist doch fast mit einer der besten Runden. Mist. Brauchen hier. Das schaffe ich doch mit 5 Flummi-Bonbons nicht. Einer ist K.O., der andere ist... Jawohl. Cool. Hey, damit habe ich nicht gerechnet. So, du auch fort. Jetzt haben wir bloß noch die zwei da drüben. Wenn wir die vielleicht noch gechartet kriegen, dann haben wir doch alles gelöst. Nein. Ach, doch. Er geht. Und du springst jetzt einfach suicide-mäßig hier. Ach, du kannst... Ah, hier sind ja so eine Dinger. Gut, dann machen wir das halt mit ihm so. Ne, ich warte jetzt. Ich warte, bis der wieder lebt. Schade, den nochmal, macht die andere Kiste kaputt. Das ist mir gerade etwas sicherer. Als das, wenn ich dann dort mit dem Feuerlöcher stehe, vielleicht irgendwie aus Versehen dieses... explosive Fass erwische. Da habe ich keine Lust drauf. So. Du gehst jetzt hier hin. Hä? Schieß doch. Bam. Und da war er auch fort. Sehr cool. Ich hoffe doch, dass wir es damit erledigt haben. Warum habe ich mich denn letzte Folge so doof angestellt? Ah, shit. Nein, geh rüber. Ja. Wenn er jetzt runtergefallen wären, hätte ich geheult. Bitte, ja, ein Checkpoint. Sehr cool. Wir haben es geschafft. Klebeband und Feuerzeuge. Und was gibt es noch Schönes? Noch ein paar Fackeln. Wir müssen mal beobachten, ob wir diesen Flammenwerfer jetzt behalten, weil irgendwie die letzten Male war ja der Feuerlöcher zumindest immer gleich nicht mehr da in der nächsten Folge. Keine Ahnung, ob das... die Items generell in der nächsten Mission dann wieder weg sind, auf Null gesetzt. Und damit haben wir es auch schon geschafft. Coole Sache. Wir sind eigentlich ganz gut durchgekommen. 32 Mudokons gerettet. Ansonsten eigentlich fast überall Silber. Was, du Treffer 0 von 4 Slicks? Treffer 1 verbleiben bis Bronze. Ach, Gebräunate. Na, aber ich habe ja keine Gebräunate. Also ich kann Gebräu werfen, aber ich kann es nicht entzünden, außer mit der Fackel dann vielleicht. Ansonsten gibt es ja nur das Fitzi-Boom. Hm, wer weiß. Naja, dann sehen wir uns im nächsten Level. Und da sind wir auch schon. Schweißbrenner, von jemandem zurückgelassen, das wird dir den Weg weisen. Ziele mit R. Ah, Taschenlampe. Ach,
das war's, aber ich kann nichts damit schweißen, okay. Zumindest haben wir mal eine Taschenlampe, das ist schon mal echt viel wert. Wird da wahrscheinlich auch bedeuten, dass wir hier eine komplette Folge lang nur im Dunkeln umherirren. Ich habe schon wieder mega Schiss, dass hier Hunde kommen. Sind das Hunde? Ach, der muss sich wieder aufladen, okay. Ne, hier ist gar nichts, sah so aus wie dieses Schlafsymbol. Das ist ja immer über den Hundis erscheint, aber war nicht der Fall. Nicht hier nach unten. Unten sieht gut aus. Drüben geht's nicht weiter. Ich schleiche jetzt hier erstmal komplett durch. Tut mir leid, wenn es dafür länger dauert, aber bei meinem Glück, ich laufe 2 Meter, Hund kommt und tot. Nö, hier war nichts, okay. Hier auch nicht. Irgendwie bisher ganz schön langweilig. Die Funzel kommt da hinten irgendwo wieder raus. Sehr cool. Ja, irgendwie bisher noch so absolut gar nichts. Ist das eine Leiter? Komm ich da ran? Ja. Kann jetzt leider nicht mehr die andere Seite leuchten. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass da nichts weiter war. Haben wir es denn dann bald? Wie tief müssen wir hinab? Es gibt nur 4, um Mudokons zu retten. Das könnten wir ja sogar mal schaffen. Aber ich will mal nicht zu optimistisch sein. Also bis auf Höhle ist hier tatsächlich noch gar nichts. Diese quietschenden Knochen. Immer wieder schön. So. Was haben wir denn hier? Rechts und links. Links ist ein Vogelportal. Mehr kommt nicht, also müssen hier irgendwo die Mudokons sich verstecken, die armen Biester, wenn das der Arbeitsort hier ist. Achso, und im Dings kann das auch nicht. Kann nur im Stehen die Funzel anmachen. Hier ist einer. Oh, völlig übermüdet. Achso, wir müssen ja erstmal heilen, der ist auch vergiftet. Ist die Frage, wollen wir den erstmal retten? Komm, wir rennen ganz schnell mit dem hier mal durch. Dann haben wir zumindest auf jeden Fall sicher einen. Damit haben wir schon ein Viertel der Mudokons gerettet. Schon mal besser als in anderen Folgen. So. Huch. Es ist mir einfach zu ruhig gerade. Hier muss doch noch irgendwas kommen. Ich werde doch hier nicht einfach 4 Mudokons finden, die ich mir an die Hand nehme und schnell ins Vogelportal schmeiße. Hier kommen doch definitiv noch Hunde oder Slicks oder irgendwas in der Richtung. Hier ist noch was. Es geht ganz schön weit bergab hier. So, aber dich nehme ich jetzt nicht nochmal einzeln mit hoch, weil ganz ehrlich, wir sind gerade echt schon Ewigkeiten gelaufen und da unten leuchtet es gerade. Ebenfalls lila, das heißt, hier ist auch noch ein Vogelportal. Noch ein Geheimareal, das ist aber also sehr, sehr easy gerade alles zu finden.
Hm, merkwürdig. Eins der langweiligsten Level bisher, würde ich mal sagen. Keine Ahnung, ob hier noch groß was kommt, aber irgendwie wirkt so wie... Das Spiel wird nächste Woche released, wir brauchen unbedingt noch ein Level. Okay, kriegen wir hin. Weil ganz ehrlich, die Mudokuns, die sitzen fast alle neben den Vogelportalen. Wir haben nicht einen Gegner. Die ganzen Geheimareale waren so offensichtlich, dass man sie überhaupt nicht übersehen konnte. Genau wie das jetzt. Das ist ein Geheimareal, wo einfach nichts drin ist, oder? Ja, natürlich auch cool. Oder ich habe es irgendwie aus Versehen schon aufgenommen, aber ich glaube nicht. Das ist wieder so klar. Die ganze Zeit schleiche ich rum. Denk mir, irgendwas kommt, irgendwas kommt. Kaum mache ich es einmal nicht. Tot. Nein. Ach, Entschuldigung. Ich dachte, er hält sich irgendwie an der Kante fest. Das war schon wieder ganz schön knapp. So, ich kann leider hier nur diesen machen. Wie kommen wir denn jetzt hier runter? Jemand eine Idee? Ich dachte, sobald ich hier bin, macht er diesen. Okay, so ging's. Haben wir überlebt? Hier kommt nichts weiter, wir brauchen noch zwei. Warte mal, wir haben doch da oben gerade einen mitgenommen. Oder? Ist ja jetzt irgendwo hängen geblieben. War ja ein Vogelportal, aber ich habe das gar nicht gechartet, ich Vollidiot, ne? Och nein. Jetzt dachte ich, wir schaffen es mal, eine Folge. Alle mitzunehmen. Ich glaube, wenn ich jetzt hier rausgehe, ist vorbei. Wir kommen auch nicht mehr hoch. Ich kann mich auch auf gar keinen Fall irgendwie wieder umbringen. Ich glaube, den oben, den habe ich vergessen, ins Vogelportal zu schießen. Kann das sein? Naja. Gut, hier geht's noch weiter. Es sieht sehr abgespaced aus. Thank you.
I've always known you would come. Do you know why you have? Are you the keeper? We're all keepers here. Since the beginning. What do all of you keep? We keep the oldest things, eh? Dangerous things. Each other. And the secrets. Secrets of crimes hidden throughout time, long since buried in lies. Lies you know as history. A false history written in our blood. These walls hold the memory of what happened. What really happened. For the keepers, remember everything. Their memories are most dangerous things. Things that would threaten even the most powerful bloodlines that rule the industries of Oddworld. They would destroy this place if ever it were discovered. This is why our keepers, their memories must remain hidden, must stay secret. But only for so long as it takes you to unleash what's coming. What's coming? What do they know? They know what you need to know, Abe. But you're unable to see it. Just yet. Just yet. When you return with the stone of the Fragon's Eye, only then can you see. Return? Return from where? The depths. Down there? Down there. Where you can return with the eye and receive the branding. So you can see. The branding? Mm-hmm. And it will go right there. You can return with the eye, Abe. As long as you remember, they don't like the light. Ja, was für eine krasse Videosequenz. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich dachte eigentlich, jetzt ist Schluss. Als sie ihn da reingekickt hat, dachte ich, wird wahrscheinlich das Ende sein. Ist es aber noch nicht. Wir sind hier aber gerade genau an dem Folgenende angelangt. Deswegen machen wir erstmal Schluss. Und dann gucken wir mal, wie lange das Spiel uns noch Spaß bereitet. Bis morgen. Macht's gut.